Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute, ihr könnt es im Titel bereits lesen, den, ich vermute, krassesten Adventskalender aus der Beauty-Reihe für 2021. Wir werden heute den Love Adventskalender unboxen, aber da irgendwie mittlerweile es 10 Milliarden Videos von Adventskalender Unboxings gibt, habe ich gedacht, machen wir das Ganze mal sinnvoll und wir schminken mit den Produkten aus dem Adventskalender einen Look, damit ihr auch gleich sehen könnt, lohnt es sich, diesen Adventskalender zu kaufen, wenn man daraus vielleicht wirklich auch fast ein Fullface Love Cosmetics machen kann. Ich habe den Kalender von Pures zur Verfügung gestellt bekommen und einen Rabattcode, den blende ich euch hier mit ein. Damit könnt ihr nicht nur auf den Adventskalender sparen, sondern komplett auf das ganze Love-Sortiment. Das heißt, wenn euch vielleicht der Adventskalender selber nicht so interessiert, aber vielleicht das ein oder andere Love-Produkt, dann könnt ihr damit natürlich auch noch ein bisschen was sparen. Das ist kein Affiliate-Link, ich kriege kein Geld für dieses Video, aber ich habe den Kalender für euch zum Testen bekommen. Und ich dachte mir, wir machen es ein bisschen anders, weil, wie eben schon gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Ich wurde auch oft gefragt, warum ich keine Adventskalender-Videos mehr mache. Ehrlich gesagt, viele hat es nicht interessiert und dieses vierte Video die Woche hat mich einfach völlig fertig gemacht. Aber ich glaube, so ein Try-on-Video mit den Produkten von Love macht Sinn. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute da seid und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und wie letztes Mal irgendwas in die Kommentare schreibt. Das war so lustig zu sehen, wie viele von euch einfach irgendwas in die Kommentare geschrieben haben. Da habe ich mich sehr gefreut. Jetzt kommen wir aber zu dem Adventskalender und der ist sehr, sehr groß. Der ist nicht ganz so günstig, aber eigentlich schon. Also der kostet mit dem Code unter 100 Euro und ihr habt 24 Produkte mit drin, unter anderem Produkte, die einzeln alleine schon 30, 15, 7, 10 Euro kosten. Das alles in diesem Adventskalender. Ihr könnt den einmal aufmachen und habt dann 24 Kästchen und ihr seht, es sind auch sehr, sehr große mit dabei. Hinten stehen auch alle Produkte nochmal drauf, dass ihr das seht, aber ich hole euch mal als kleinen Vorgeschmack etwas raus. Und zwar stehen auch auf jedem Kästchen nochmal so kleine Self-Care und motivierenden Sprüche. Ich finde, das ist immer sehr, sehr schön, weil vor allem in der Weihnachtszeit ist man selbst sehr gestresst. Und wenn man dann so eine kleine Note hat, Self-Care isn't selfish, Selbstpflege ist nicht selbstsüchtig, kann man so übersetzen, ja. Das motiviert dann nochmal. Also wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Wir haben wirklich viele große Kästchen damit drin und dementsprechend natürlich auch Full-Size-Produkte. Wir werden nicht alle Produkte, glaube ich, benutzen. Alle Produkte, die ich nicht benutze, kommen in die Giveaways für euch für dieses Jahr. Ich habe schon 18 Pakete oder so hier. 6 fehlen also noch. Aber wir haben Foundation Brushes mit drin. Wir haben Produkte, die einzeln über 15 Euro gekostet haben. Und wir starten einfach mal. Wir starten einfach mal. Ich greife hier mal so ein bisschen rein und wir schminken damit einen Look. Was mich recht traurig macht, ist, dass es Love nicht mehr so gibt, wie wir es mal kannten. Love war für mich immer so die Marke. Da waren immer ganz, ganz tolle Sachen mit dabei in der Drogerie. Und man hat irgendwie immer was mitbekommen. Und Love hat persönlich bei mir im Herzen auch einen ganz großen Punkt. Ich habe es jedes Mal erzählt, wenn ich Love-Produkte teste. Love war die erste und einzige Firma, die mir mit 174 Abonnenten PR geschickt hat. Weihnachten 2018 oder 19. Es ist auf jeden Fall eine Weile her und da waren auch teilweise Produkte hier mit drin, beispielsweise die Lippenstifte, Sinas Nude und ich erinnere mich ganz genau noch. Wir starten als erstes mit einem Primer, das ist der Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Der hat diese super, super coolen Bubbles mit drin und das ist tatsächlich ein echt gutes Dupe zu dieser Dior Skincare Reihe von der Textur her. Wenn ihr es rauspumpt, dann kommt auch alles tatsächlich gemischt raus und ihr habt dann nicht irgendwie noch ganze Bubbles oder so mit auf eurer Hand und müsst es dann im Gesicht verteilen. Er ist sehr, sehr feucht. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr. Und er hat so einen ganz, ganz leichten Glow mit drin und zieht aber auch super schnell ein. Er ist nicht parfümiert und ist für sensible Haut, glaube ich, auch sehr, 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 sehr gut. Soll ich euch mal ein Stückchen heranholen? Ich glaube. So seht ihr alles ein bisschen besser. Ich liebe den Primer wirklich und ich freue mich auch, dass es den jetzt noch mal gibt. Weil tatsächlich bin ich so ein Typ, ich bin recht faul, was das Einkaufen angeht und wenn ich dann die Produkte in so einem Adventskalender gesammelt zu Hause habe beispielsweise,
dann freue ich mich, dass ich wieder die Backups habe. Ich bestelle selten nur ein Produkt online, sondern ich sammle dann immer in so einer Wunschliste und dann kaufe ich mir die Sachen. Aber wenn ich das so alles gesamt habe, dann ist das gar nicht schlecht. Es gibt auch noch ein Luxury Oil mit da drin. Ich glaube, das alleine kostet 19 Euro oder so. Und das ist richtig, richtig krass. Meine Oma schwört darauf. Ich habe ihr mittlerweile, glaube ich, 6 Flaschen oder so geschenkt schon. Und da sind so leichte Gold Flakes mit drin. Ich hole mal so ein bisschen was raus. 1-2 Tropfen reichen. Das ist perfekt für die Haare, für die Nägel. Das riecht ganz, 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 ganz zart und hinterlässt so einen richtig schönen, frischen Glow auf der Haut, aber nicht so einen schmierigen Glow. Also das ist wirklich wie so ein trockenes Öl und kann dadurch auch wirklich gut unter der Foundation genutzt werden. Foundation ist natürlich hier nicht mit dabei. Was wir jetzt aber machen werden, ist, ich werde mir erstmal die Base so ein bisschen schminken. Ich benutze dafür meine La Manufacture Foundation und mische mir da so einen kleinen Tropfen von dem Öl rein und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. Und so sieht die Foundation einmal mit dem Öl zusammen aus. Das macht die Foundation, die ja sonst recht matt ist und so ein bisschen ebener aussieht, wieder richtig schön glowy. Ich persönlich mag das. Das hält natürlich dann nicht ganz so lang wie die Foundation an sich. Aber haltet Ausschau, Freunde. Folgt mir unbedingt auf Instagram. Ich habe nämlich bald was richtig, richtig Cooles, auch für die Foundation. Abgesehen davon liebe ich dieses Ergebnis. Color Match ist definitiv da. Und wir schauen mal, was hier noch so mit drin ist. Wir haben ein 3-in-1 Matte & Fix Setting Spray. Ich glaube, wir gehen damit mal rein. Es gibt auch von Love ein anderes. Das ist so ein glowiges. Oh, da kommen Erinnerungen hoch von diesem Duft. Ich gehe damit einfach rüber, weil ich so ein bisschen probiere, im Moment Puder zu reduzieren. Wir haben aber auch noch ein Universal Powder mit Cooling-Effekt. Und ich glaube, das ist so ein Dupe zu diesem Becker Hydro Mist Powder. Auch das werden wir gleich testen. Wir haben einen Eyeshadow Primer, auch den brauchen wir. Wir haben ein Loose Powder in der Travel Size. Okay, dann schauen wir uns mal dieses Puder an. Das ist das Set & Refresh Puder mit Cooling-Effekt und das soll translucent sein. Das sieht aber so ein bisschen orange aus. Wir schauen uns das mal an. Wir haben auch hier eine Puderquaste mit drin und ich muss sagen, Love ist nicht Drogeriequalität. Also, ja, 1:1 dieses Bäckerpuder. Ich gehe mal nur ganz, ganz leicht mit einem Puderpinsel hier rein, lade den Pinsel auf und gehe hier so ein bisschen rüber. Oh, erinnert ihr euch? Das war damals das Produkt. Und wie krass das mattiert, ne? Das ist dieses... Leider gibt es Bäcker nicht mehr, deswegen freue ich mich, dass Love dieses Puder so ein bisschen selbst gemacht hat und das aber auch verbessert hat. Ich finde nämlich, das Bäckerpuder war immer sehr weiß und das hat so eine leichte Färbung. Ich gehe wirklich nur ganz, ganz leicht rein, aber das ist so ein Ding, das macht Spaß zu benutzen. Also große Empfehlung, First Impression. Ihr habt natürlich aber auch nochmal ein anderes Puder mit drin. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Spray rüber, um wieder so ein bisschen Glow zurückzukriegen. Ich fand das eben so, so schön. Und gehe mit einem Lippenstift in der Farbe Lip Affair Sheer Coral. Wow. Auf meinen Handrücken. Das ist wie so ein Glossy Balm. Und einem Blushpinsel hier rein. Lade den Pinsel auf. Und platziere mir das dann einfach hier rüber. Kein großer Freund, mich selbst zu feiern. Aber dadurch, dass ich die Produkte jetzt anwende, könnt ihr euch auch gleich den Effekt auf der Haut ansehen und schauen, ob das was für euch ist. Weil ich finde, mit nur einem Unboxing, das ist natürlich cool, aber die Informationen sind recht kurzweilig, weil was ist denn, wenn da nur Quatsch drin ist? Lieben wir, tolle Base, toller Blush, reicht völlig aus. Es gibt aber auch noch einen Bronzer, das ist der Bronzer in der Farbe Sensual Caramel. Das ist ein ganz, ganz toller Bronzer. Den habe ich schon mal getestet. Ich verlinke euch das Video hier oben. Und ich benutze jetzt einen anderen, damit ich den euch geben kann. Aber toller Bronzer. Oh nein, ich habe den Brush vergessen. Es gibt nämlich auch einen Foundation Brush. Zeige ihn euch mal. Auch hier sehr, sehr schön. Ihr habt damit eine sehr präzise Aufnahme von Produkt und könnt sie einarbeiten.
Aber es gibt auch noch einen anderen Pinsel, das ist der Cheek Brush, den lasse ich zu, denn den habe ich tatsächlich auch hier und den benutze ich immer, immer wieder. Hätte ich auch eben benutzen können, der ist aber gerade so schön sauber gewesen. So sieht der einmal aus, auch der ist mit dabei, fühlt sich gut an, die Haare sind sehr gut und vor allen Dingen, er lässt sich sehr, sehr gut reinigen. Und damit ich trotzdem so ein bisschen Bronzer benutze, nehme ich hier von Love und Letizia einfach den Bronzer und gehe so ein bisschen in beide rein, aber vor allen Dingen auf den dunkleren und stempel mir das einfach hier hin. Die sind extrem pigmentiert. Das heißt, man braucht wirklich nicht viel davon und dann hat man einfach so einen schönen bronzy Look. Die Base sieht gut aus, oder? Was sagen wir? Lieben wir. Wir haben noch einige Produkte für die Augen und für die Lippen. Als allererstes möchte ich aber diesen Primer benutzen. Das ist der Perfectitude Eyeshadow Primer. Auch den kenne ich schon. Auch den mag ich sehr, sehr gerne. Kommt einmal in so einer Verpackung und den können wir uns einfach auf die Hand geben. Der ist tatsächlich so ein bisschen cremefarben und den gebe ich mir einfach hier nur so ganz leicht hin und blende ihn dann mit meinem Schwamm aus. Man braucht nämlich nicht viel davon, dadurch haftet aber einfach alles noch ein bisschen besser. Gehe hier lang und blende das aus und ihr seht schon, der hat eine leichte Deckkraft, könnt ihr natürlich auch unter eure Foundation machen schon und dann einfach direkt mit den Augen starten, aber das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, weil ich die Spannung nicht wegnehmen wollte. Ich bin so verliebt in die Base. Wir brauchen Love wieder in der Drogerie. Wenn ich sehe, was da gerade alles für ein Quatsch reinkommt, Freunde, nee. Jetzt wird's spannend, denn wir haben einmal diese kleine Lidschattenpalette. Das ist die Self-Confident Eyeshadow Palette. Auch dazu gibt es komplette Videos von mir. Und das größte Produkt ist das hier. Eine XXL Lidschattenpalette mit 35 Farben. So sieht die einmal aus. So ein schönes Roségold und ihr könnt die aufklappen und habt dann hier wirklich ganz, ganz tolle Farben. Von kühl bis warm, von schimmernd bis Duochrome haben wir sogar auch mit dabei. Ein bisschen in die grünliche Richtung, ein bisschen in die bräunliche Richtung. Und wir schminken was damit. Ich lasse die Palette jetzt hier einmal vor mir liegen und sage euch immer, was ich benutze für Farben. Und zwar starte ich mit, was schminken wir damit? In die Farbe Betty. Das ist so ein kühles Braun und stempel mir die Farbe hier rauf. Auch die Palette habe ich, glaube ich, schon mal reviewed. Die sind extrem gut pigmentiert. Die Farben sind alle recht hell und recht neutral. Das heißt also, wenn ihr eher so auf die neutralen Looks steht, könnt ihr damit definitiv arbeiten und habt, seht ihr die Deckkraft, ne? Das ist halt intens. Und dann blende ich das gleich hier so ein bisschen aus. Es wird heute, glaube ich, ein recht düsterer, kühlerer, so ein bisschen Avantgarde-Look, denn wir haben noch, und da habe ich mich am meisten drauf gefreut, das sind also auch nicht nur so alte Produkte, ne? Sondern das sind auch neue Produkte mit dabei, wie beispielsweise Farben aus diesem Tuschkasten und die sind so, so krass. Die waren damals extrem teuer. Sie gab es auch einzeln, aber einzeln haben die, glaube ich, auch schon 15 Euro gekostet oder so. Und dann blende ich die Farbe mit Mila aus. Das ist so ein Grün-Grau. Ich habe auch schon lange nicht mehr so einen richtig kühlen Look geschminkt, ne? Und dann mit dem Blendepinsel in Mary und Mila so ein bisschen und gehe dann hier einfach rüber. Und auf mein bewegliches Lid, ich muss diese Farbe benutzen. Margaret, das ist ein Duochrome Lila. Richtig schöne Farbe. Ein Schwarz wäre vielleicht in der Palette noch schön, aber alleine durch diese Duochromes habt ihr da einfach eine Vielzahl an wirklich spannenden Farben, mit denen man auch einiges machen kann. Ich gehe jetzt direkt an meinen unteren Wimpernkranz mit der Farbe Betty und dann gehe ich mit dem Pinsel in die Farbe Rebecca. Das ist ein schöner Schimmerton und setze mir den hier ins Inner Corner, das poppt richtig. Ich gehe noch so ein bisschen rüber. Ich überlege, ob ich mit diesen Tuschfarben rübergehe. Ich glaube aber, das wird zu viel. Es passt sogar zu meinem Oberteil. Das fand ich geplant. Ist natürlich ein Look, der ist intens, aber man kann auf jeden Fall einiges damit machen. Wir haben noch einige Produkte für die Lippen und auch eine Mascara. Die möchte ich aber nicht benutzen, die ist für euch, denn ich benutze gerade seit 5 Tagen ausschließlich diese Tuschmascara von Love. Die hat meine Maybelline Sky Hair abgelöst. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt bei Purish gibt, keine Ahnung. Ich wollte sie aber mit reinnehmen, weil sie gerade so gut gepasst hat. Die macht einfach so krasse schwarze Wimpern. Ich habe sie euch schon in so vielen Videos jetzt gezeigt. Ich weiß nur noch nicht, ob ihr sie schon gesehen habt.
man braucht da eigentlich keine Lashes mehr. Wir haben auch noch Eyeshadow und Liner in Creamform und noch ein weiteres Lippenprodukt. Also ihr merkt, ne, das sind 2, 3 Lippenprodukte gewesen. 2, 3 für die Augen, 2, 3 für die Base. Also sehr, sehr vielseitig. Hier ist noch die Farbe Marianas Chestnut. Der Lippenstift ist super cremig und nicht matt. Ihr könnt den aber einfach mit dem Puder, diesem Transparent Puder, ein bisschen mattieren. Ich gehe einfach dann immer mit so einem Klecks Concealer in die Mitte und hell mir das Ganze auf. Und wir haben ein Full Face mit einem Adventskalender geschminkt. Freunde, was sagt ihr? Ist ein sehr düsterer Look, sehr moody Look. Aber ich weiß das definitiv, was dabei ist. Ich glaube, das ist wirklich der lohnendste Adventskalender, den ich auch in diesem Jahr gesehen habe, weil wir einfach super viele Produkte drin haben, mit denen man wirklich viele Sachen machen kann. Es ist nicht nur glowy drin, es ist auch was für Leute, die es lieber matt mögen. Eine XXL Lidschattenpalette und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, wieder Produkte von Love zu benutzen. Deswegen lasst Love ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Ich setze euch den Link und den Code unten in die Infobox. Schaut gerne vorbei. Habt ein schönes Wochenende.